Hallo Schachfreunde und willkommen zu Folge 3 von Stellungsbewertung. Drei Spieler, eine Stellung. Heute haben wir ein Endspiel vor uns, was ja in letzter Zeit auch häufig im Internetschach vorgekommen ist, auf hohem Niveau. Und deswegen habe ich gedacht, widmen wir uns dem mal und gucken mal, was denn unsere drei Spieler, Anfänger, Fortgeschrittener und ja nahezu Profi hier über diese Stellung wissen und sagen können. Und zum Schluss komme ich natürlich wieder und löse das Ganze auf und erzähle euch, was hier alles drinsteckt, was tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und lasst uns mal schauen, was die drei hier so zu sagen haben. So, und wir starten wieder mit unserem Stellungsbeispiel. Und als erster darf natürlich wieder unser lieber Ludwig loslegen. Du bist dran mit Weiß, hast offenbar einen Läufer mehr und ja, erzähl uns mal, was du hier so denkst. Okay, super. Also, du hast es schon gesagt. Weiß hat den Läufer mehr, den weißfeldrigen Läufer. Das wäre dann ja quasi Turmläufer gegen Turmendspiel. Mhm. Endspiele, schwierige Sache für Anfänger gerade. Aber was versuche ich jetzt hier mitzunehmen? Also aus der Situation würde ich sagen, für Schwarz wäre es gut, ein Remis retten zu können. Ja, mit diesem ganz klaren Material Nachteil. Mhm. Und ja, Weiß sollte hier halt auf jeden Fall auf Gewinn spielen. Ich habe den weißfeldrigen Läufer mit Weiß. Schwarz hat seine beiden Figuren auf schwarzen Feldern postiert. Was sehe ich hier noch für Probleme oder was könnte mir hier noch blühen oder drohen? Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass Schwarz nur ungern seinen Turm gegen meinen Läufer abtauschen würde, weil dann vermute ich mal, dass ich sogar als Anfänger es hinkriegen würde, innerhalb der 50 Züge den schwarzen König matt zu setzen mit König Turm. Das müsste ich schaffen. Davon gehen wir auf jeden Fall, so. Das kriege ich hin, ganz sicher, weil der König, der Schwarze, der steht auf der Grundreihe. Es ist schon so eine Oppositionsstellung mit einem Feld zwischen den beiden Königen. Also das würde ich dann hinkriegen. Ansonsten, was kann Weiß jetzt hier machen? Also ich sollte halt vermeiden, mit meinem Zug jetzt in irgendeine Fesselung reinzulaufen oder in irgendeine Gabel oder so. Das wäre ganz ungünstig, wenn Schwarz jetzt hier die Türme gegeneinander abtauschen würde, dann wäre es Remis. Das sollte ich auf jeden Fall verhindern. Okay, das ist schon mal eine super Erkenntnis. Dann, gut, dann ich muss echt jetzt mal, weil ich ja die Muster nicht so kenne, muss ich halt nach meinem alten Schema F vorgehen. Ich würde jetzt mal nach weißen Zügen suchen, die Schach geben. Mit nach Schach geboten. Da habe ich eigentlich nur Turm F8 Schach. Mhm. An sich wäre das ja quasi ein Mattmotiv, weil der König die Felder C7 bis E7 abdeckt und dann wäre das ja eigentlich ein Mattmotiv, aber Schwarz kann seinen Turm dazwischen ziehen. Mhm. Und dann hätte ich ein Problem, weil ich will die Türme ja nicht abtauschen. Mhm. Genau. Also nochmal ganz kurz, ja, Züge gebe ich dir ja eh wieder. Hast du eine Ahnung, hast du noch irgendwas schon mal mitgekriegt über das Endspiel so grundsätzlich? Ist das hier sogar gewonnen für Weiß? Ist das nicht gewonnen? Oder hast du da irgendwas schon mal mitgekriegt? Also ich kämpfe mich da gerade langsam vor. Also ist für dich ja auch noch nicht entscheidend. Das wäre jetzt ja nochmal spannend zu wissen, ob du schon mal irgendwas darüber gehört hast, irgendwas mitgekriegt hast oder vielleicht auch, was dein Gefühl sonst sagt, wenn du jetzt kein Wissen hast. Immer wenn du kein Wissen hast, musst du ja nach deinem Gefühl gehen. Mhm. Hast du da schon irgendein Gefühl? Ist das zwangsläufig gewonnen? Bietet das vielleicht einfach nur gute Chancen? Ich würde sagen, es bietet mir eine Chance. Also wenn Schwarz weiß, was er macht und versucht, auf den schwarzen Feldern zu spielen, dann ist mein weißfeldriger Läufer ja eigentlich wertlos. Würde ich jetzt mal sagen, außer ich kann mit irgendeinem Zugzwang oder so den König auf ein weißes Feld bewegen und dann vielleicht irgendeine Gabel aufbauen oder eine Fesselung, das wäre vielleicht so eine Möglichkeit. Ich denke, es muss nicht gewonnen sein. Also ich denke, Schwarz kann ja das Remis schon vielleicht irgendwie retten mit einem geschickten Zug, wenn Weiß nicht weiß, was er machen soll. Okay, gut. Das ist doch schon mal eine Einschätzung der Sache. Dann, lass uns ruhig zu konkreten Zügen kommen. Drei Vorschläge. Vorschlag Nummer 1, Läufer nach E6. Vorschlag Nummer 2, Turm nach F7. Und Vorschlag Nummer 3, Turm nach F8. Mal ein kleines Schach geben. Okay, gut. Dann
würde ich sagen, fangen wir mit dem Schachgebot wieder an, weil das eigentlich so mein Standardvorgehen wäre, weiße Kandidatenzüge zu suchen, also F8 Schach. Dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Zug für Schwarz, das ist dann Turm E8. Das wäre dann schon mal ein weißes Feld. Dann hätte ich den Turm schon mal auf ein weißes Feld gebracht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Was könnte dann von mir folgen? Das Problem ist, wenn ich nicht irgendeinen sinnvollen Folgezug habe, dann schlägt einfach Schwarz meinen Turm auf F8 raus und ich habe dann vielleicht sogar verloren, wenn ich es schlecht mache. Weil dann habe ich quasi Läufer gegen Turm. Das weiß ich, kann ich jetzt auch nicht abschließend beurteilen, aber quasi dann folgt, ich rechne einfach mal weiter. E8, was könnte ich dann machen? Ja, das Problem ist, es droht dann halt ganz klar, dass Schwarz meinen Turm auf F8 schlägt und ich kann den aber nicht decken, weil ich meinen weißfeldrigen König nicht an meinen eigenen Turm ranholen kann und auch mit meinem weißfeldrigen Läufer den Turm auf F8 nicht decken kann. Vielleicht nochmal so ganz blöd angedacht, eine Möglichkeit, irgendeinen Läuferzug. Nee, ich kann damit kein Schachgebot geben. Ich kann den Turm auch nicht bedrohen auf E8, weil der schlägt mir dann einfach auf F8. Also ich würde jetzt den Zug F8 erstmal rausstreichen. Dann machen wir weiter F7. F7 ist schon mal interessant, weil F7 ist gedeckt durch meinen weißfeldrigen Läufer. Aber ich habe es vorher schon gesagt, wenn Schwarz es schafft, die Türme abzutauschen, dann hätte ich quasi König Läufer gegen König. Und das ist Remis, würde ich sagen. Da ist nichts zu holen, also würde ich den Zug auch vermeiden. Okay. Und dann hätten wir jetzt bloß noch Läufer E6. Läufer E6 sieht auf den ersten Blick jetzt mal ganz, sieht jetzt, was passiert, was kann hier passieren? Also ich spiele Läufer E6, dann Schlagzug von Weiß wäre dann, nee, ich muss erst, ich gehe doch Schlagzug E6, also Turm schlägt Läufer auf E6, wäre auch mit Schachgebot verbunden, aber dann schlage ich einfach auf E6 mit dem König und hätte dann quasi das Endspiel Turm König gegen König und der König steht schon auf der Grundreihe, nicht ganz in Opposition, aber das sollte ich mit einem Wartezug hinkriegen, dass ich die Könige richtig positioniere und das müsste mittelfristig matt sein. Also, das ist jetzt zwar blöd, aber ich finde die alle nicht gute Züge, aber ich muss mich für einen entscheiden. Warum fandst du den Läufer E6 jetzt nicht gut? Hast du ja Ach gerade doch, stimmt, festgestellt, Entschuldigung, ach dass. nee, Entschuldigung, ach nee, Manu, danke, nee, danke Also für den Input. zumindest Den nach Turm schlägt E6, König schlägt E6, hast du ja gerade gesagt, dass du irgendwie Stimmt, gewinnen Entschuldigung. wirst. Ach Gott, ja klar, das ist ja gewonnene Aber Zäsur. vielleicht willst du noch nach anderen Zügen suchen nach Läufer E6. Vielleicht hast du noch andere Genau. Ideen für Nee, Schwarz. du hast recht, genau. Und zwar hat Schwarz noch ein mögliches Schachgebot auf D7. Aber da könnte ich ja dann auch mit dem Läufer rausschlagen auf E7. Also es wäre dann quasi Läufer E6. Turm D7, Schach, Läufer schlägt D7 und das Feld D7 ist ja gedeckt, auch noch von meinem König. Da geht ja gar nichts. Das sieht dann, was hat Schwarz noch für Optionen? Also wir haben jetzt quasi geguckt, was passiert mit Turm schlägt E6. Das ist verloren für Schwarz. Turm D7, Schach. Geht auch nicht. Oh Gott, außer ich übersehe jetzt was total doof, aber ich vermute es nicht. Und das müsste dann auch mittelfristig matt sein. Was könnte Schwarz noch machen? Ja, es droht halt dann auch wieder, dass mein Turm auf die Grundreihe geht und da irgendwie wieder mit einem Schachgebot weiter Druck ausübt. Gut, ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, weil Endspiele halt ja absolut, weil ich da echt nicht gut bin, muss man einfach so sagen. Aber von den drei Zügen, wenn ich einen auswählen müsste, würde ich auf jeden Fall Läufer E6 wählen, weil die anderen beiden, glaube ich, konnte ich relativ gut ausschließen. Okay, gut. Läufer E6 und ja, dann bleibt's, wie du vorhin schon gesagt hast, ne? Du rechnest dir immer noch Chancen aus, aber gehst davon aus, wenn dein Gegner alles richtig macht, kannst du keinen ganzen Punkt machen hier. Wobei, wie lange darf denn dieser Clip jetzt, diese Aufnahme jetzt noch werden? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Soll ich noch versuchen, ein bisschen mehr zu sehen, ob das wirklich matt für weiß ist?
Nee, das, Nee. nee, also Nee, Tom, das führt zu weit. Das führt zu weit. Das kriege ich jetzt nicht hin, glaube ich. das ist auch gut. Also wenn du dir sicher oder wenn das deine Kandidatenzüge sind und du glaubst, dass das dabei rauskommt oder so, also Okay. dass König gegen König und Turm gegen König gewinnt und so, da gehen wir jetzt mal von aus. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich Okay. exerzieren oder solche Sachen. Nee, super, dann machen wir das. Okay, dann mache ich. Ich entscheide mich, Läufer E6. Okay, super. Läufer E6 mit, ja, Möglichkeiten, aber keinem sicheren Gewinn. Okay, gut, super. Dann halten wir das so fest und ja, sind mal sehr gespannt, was die anderen hier so entdecken oder auch nicht entdecken. Gucken wir mal. So, dann lasst uns mal schauen, was der liebe Tom über dieses, ja, sehr magere Endspiel denn so denkt. Ja, hier haben wir, glaube ich, nicht allzu viel zu erzählen. Wir sehen, beide Seiten haben einen Turm. Weiß hat einen extra Läufer. Bauern gibt es keine mehr. Was natürlich auffällt, ist, dass der König hier, der Schwarzkönig hier an den Rand gedrückt ist und auch erstmal davon nicht wegkommt, weil die Könige in der Opposition stehen. Jetzt ist halt die Frage, ob man das mit Weiß irgendwie auf Gewinn spielen kann oder nicht. Ja, sehr gute Frage. Hast du irgendwelche Kenntnisse oder hast du irgendwas mal gehört über diesen Endspieltyp Turmläufer gegen Turm? Irgendwas, auf das du dich so ja, berufen kannst, Halbwissen, irgendwas? Ja, also ich kann mich ganz, ganz dunkel an eine Partie von Carlsen erinnern, in der genau dieses Endspiel auf dem Brett war. Also zumindest mit diesen Figurenkonstellationen. Und ich meine auch, er hätte das gewonnen. Ich glaube, das war gegen Caruana. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich meine, er hätte da irgendwie versucht, den König weiter in die Ecke zu treiben. Aber wie genau das war, weiß ich nicht. Oder möchte ich sagen, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, weil im Grunde der schwarze Turm hat ja, kann ja im Grunde verhindern, dass der König in Zugzwang gerät. Deswegen fällt mir das schon ein bisschen schwierig, so weit auf Gewinn zu spielen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich anfangen würde mit Turm F8 Schach. Und nach Turm E8, Turm F7, einfach damit ich die siebte Reihe unter Kontrolle habe, damit der König da niemals vom Rand wegkommt. Aber wie genau ich dann da weiter vorgehe, weiß ich leider nicht. Glaubst du, dass das also glaubst du, dass das für Weiß gewonnen ist oder dass das hohe Chancen bietet? Also was glaubst du, ist die objektive Beurteilung dieser Stellung oder dieses Endspieltyps grundsätzlich? Also du meinst jetzt, ob das Ist wirklich gewonnen ist? Turmläufer gegen Turm grundsätzlich gewonnen? Grundsätzlich nein. Aber in dieser bestimmten Konstellation, weil der König jetzt halt am Rand steht und so abgedrängt ist, sag ich mal, in dieser Konstellation kann ich mir schon vorstellen, dass es da Chancen gibt. Okay, alles klar. Gut. Ja, wenn dir sonst weiter nichts einfällt, würde ich dir mal drei Züge an die Hand geben, mit Okay. denen du dich auseinandersetzen kannst. Ich schlage vor, Läufer E6, Turm F7 oder Turm F8 Schach. Okay, also direkt Turm F7, nein, das meine ich. Den kann er einfach schlagen und dann habe ich nur noch einen Läufer, das ist natürlich Todremie. Also das würde ich nie im Leben machen. Läufer E6, da muss ich jetzt gerade so ein bisschen an die Partie vom Jürgen denken. Aus dem Simultan am letzten Samstag. Da hatten wir, glaube ich, so was Ähnliches. Da hatten wir aber mit Turm und Springer. Da hat der Jürgen noch einen ähnlichen Trick angewandt. Der hat dann nämlich auch den Turm gegeben, damit der Patt gesetzt wird. Und ich glaube, das gleiche könnte man hier auch versuchen, indem man Turm D7 Schach spielt. Wenn der Läufer den Turm schlägt, ist das Patt. Ja, was Und soll ich sagen? da ich mich ja sowieso eben schon, bevor du die Zugvorschläge gemacht hast, für Turm F8 Schach festgelegt habe, würde ich jetzt einfach mal immer noch dazu stehen. Ja, wunderbar. Was soll man dazu sagen? Und nach Turm E8 wolltest du was spielen? Nur noch mal ganz kurz. Turm F7. Turm F7, okay. Und die siebte Reihe unter Kontrolle bringen. Genau. Ja, sehr hübsch. Gut, dass wir das Motiv bei Jürgen tatsächlich gerade im Simultan hatten. Das war
Nicht exakt das gleiche, aber schon sehr, sehr ähnlich. Es war auch Turm und Springer und dann plötzlich war es Patt. Ja. Alles klar. Ja, dann kurz und schmerzlos und gucken wir mal, was Jürgen zu diesem Endspiel hier noch beizusteuern hat. Ja, dann gucken wir mal, was der Letzte im Bunde, unser lieber Jürgen, hier noch zu diesem schönen Endspiel mit so wenig Figuren zu sagen hat. Jürgen, du darfst jetzt dein ganzes Wissen hervorholen und es uns mitteilen. Ja, super, danke. Also, ich weiß, dass dieses Endspiel hochknifflig ist und extrem in der Praxis gefährlich ist für den Turm. Ich weiß aber auch, dass es Remis Wege gibt für Schwarz. Und ich habe ganz viel Halbwissen und keinen einzigen Zucken, keine einzige Variante, die mich hier irgendwie weiterhelfen könnte. Ich weiß, dass der Gewinnplan irgendwie daran liegt, entweder muss der weiße Turm oder der schwarze Turm hier auf die dritte Reihe. Ich glaube, man muss irgendwie so abwarten, dass der schwarze Turm auf die dritte Reihe geht, weil der dann hier diese Reversi-Felder nicht mehr zur Verfügung hat. Aber wie das jetzt genau, in welchen Varianten und so, das war mein geballtes Halbwissen zu diesem Endspiel. Okay. Wie würdest du denn, also das Endspiel könnte ja in vielen verschiedenen Stellungen entstehen. Würdest du glauben, dass diese Konstellation mit weißem Zug bereits gewonnen ist? Oder ist sie einfach nur jetzt sehr gefährlich? Oder wie würdest du das, wo würdest du diese Stellung konkret jetzt einordnen? In diesem breiten Spektrum zwischen Remis und gewonnen? Ja, boah, da hast du mich aber auch wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Eins der wenigen blöden Endspiele, mit denen ich mich echt überhaupt noch nicht befasst habe, noch gar nicht. Ich habe Läufer Springer Matt, hätte mich fragen können. Ne? Aber, tja, lass mal überlegen. Der Läufer steht gut, der König steht gut, der König steht am Rand. Wenn ich jetzt mit Weiß noch weitere 49 Züge Zeit hätte, würde ich es. Mal abgesehen davon, ich glaube, diese Verteidigungsidee, die ich gerade so im Halbhinterkopf habe, bezog sich darauf, dass der König auf der siebten und der Turm auf der siebten steht. In irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das wäre die siebte Reihe Verteidigung. Ja, die fällt hier schon mal aus. Das heißt, die Gewinnchancen steigen bereits für Weiß. Ja. Aber wie gesagt, da bin ich total blank und das kann ich auch überhaupt nicht rechnen. Okay. Also, das ist totaler Wahnsinn. Ich habe keine Chance, ich habe keine Muster, ich hab nichts, wo ich mich orientieren kann. Ich sehe natürlich, dass der König dann hier vielleicht mal nicht rauskommt, wenn ich jetzt hier Manöver starte und so weiter. Ne? Aber welche Verteidigungsmanöver es dann gibt für Schwarz, ob und wo die Zwischenschachs dann nochmal helfen und wieder ein bisschen nervig sind und so weiter. Wenn ich den Läufer hier hinstelle, dass dann wieder hier Felder abgegeben werden. Oder wenn ich den hier hinstelle, dass dann wieder hier Felder abgegeben werden. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich könnte nicht mal im Ansatz. Keine Chance. Okay. Gut, trotzdem haben wir ja schon einiges von dir jetzt über das Endspiel gehört und ja, sonst lass uns einfach zu den drei Zugvorschlägen kommen und mal gucken, für was du dich entscheidest. Ja. Die ja, so viele Vorschläge kann ich ja nicht machen bei so wenigen Figuren. Meine drei Züge, die ich vorschlage, sind Läufer E6, Turm F7 oder Turm F8 Schach. Ja, Turm F7 wäre so das Friedlichste, ne? Einfach Turm tauschen, Remis, super. Turm F8 Schach, ist Turm E8 erzwungen. Dann würde ich Turm F7 natürlich spielen müssen. Mit der Idee Turm A7. Wo kann der Turm überhaupt hingehen? Weiß kein Mensch. Oh, das sieht gefährlich aus. So ein Turm so passiv da stehen haben, das ist nicht gut. Das stimmt. Gerade wenn es die letzte Figur ist. Abgesehen vom König. Ja, vor allem danach Turm F8 Schach, Turm E8, dann Turm F7. Die Idee Turm A7 und
ne, diese Mattmotive, weil der König hier auf der Seite nicht rauskommt wegen dem Feld hier. Und du hast dann auch keine Schachs. Aber vielleicht hast du auf D8 noch einen Schach. Oh Gott, da geht schon los. Turm F7, König C8, Turm A7, Turm D8. König. Ja. Ne, so siehst, ich bin schon völlig hoffnungslos verloren. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass Ludwig hier mehr Fantasie hätte, weil er unbelastet daran geht. Und ich weiß hier einfach, dass es einfach zu kompliziert ist, als dass ich meine wenigen Kapazitäten, die ich noch frei habe im Hirn, damit jetzt hier irgendwie belasten könnte. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Interessanter Gedanke. Was mit Läufer E6? Das war ja noch ein Vorschlag. Ach so, ja. Vielleicht kannst du es ja auch hier wieder über das Ausschlussverfahren lösen, dass dir, ich meine, Turm F7 hast du ja schon abgestempelt. Vielleicht kannst du einen der anderen beiden hier oder zumindest einen favorisieren von beiden. Ja, also immerhin, ich habe das Schach auf D7 abgewehrt, was zumindest kurzfristig mal den König da sichert. Aber ich habe irgendwie dieses dunkle im Hinterkopf, dass das nicht das richtige Feld für einen Läufer ist. Aber ich wüsste auch nicht, wieso, weshalb, warum. So, Läufer E6, was spiele ich denn dann mit Schwarz? Gute Frage. Ich muss ja immer auf Turm F8 aufpassen. Kann also. Und wenn ich freiwillig nach. Ich glaube, ich so dann nach Turm C1 gefährlich. Wegen dem Mattbild. Und das Schlagen. Schlagen ist kein Patt. Ja. Also Läufer E6 ist auf jeden Fall ein Versuch, wenn Schwarz dann König Turm E8 spielt. Das würde dann gewinnen, wahrscheinlich für Weiß. Wegen dem. Schätze ich. Aber das ist ja jetzt die deutsche Ratezahl, ne? Ich weiß es einfach nicht. Wo kann der Turm sonst noch hin? Er kommt nicht nach hinten. Ich muss also hier irgendwie zur Seite, um Schachs zu geben, aber dann kommt hier das Matt. Ja, vielleicht ist das eine der Konstellationen, wo schon Zugzwang ist. Ich muss vielleicht Turm E8 spielen. Aber dann kann ich Turm hier spielen, weil hier das Matt droht. Das sieht auch gefährlich aus. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Bei den drei Zügen, jetzt habe ich Turm A1 noch gar nicht gerechnet. Wahrscheinlich, weil hier irgendwelche Schachs kommen und diese Mattbilder aufheben. Ich würde sagen, ich würde in der Praxis Läufer E6 probieren und hoffen, ob der Gegner sich selber matt setzt. Okay, gut. Ja, dann haben wir auch Jürgens Wissen oder Halbwissen, bei Jürgen ja eigentlich immer Halbwissen, dazu gehört. Und ich freue mich sehr, dass sie auflösen zu dürfen. Das wird eine sehr spannende Auflösung. Das ist schon mal klar. Ja, wir haben bereits sehr, sehr vieles Richtiges zu diesem Endspiel grundsätzlich gehört, aber zu dieser konkreten Stellung kann man noch ein bisschen mehr sagen. Lasst uns die Punkte Stück für Stück durchgehen. Weiß hat also einen Läufer mehr, das ist klar. Und ein Turmtausch kommt hier natürlich absolut nicht in Frage, weil dann würde man direkt ins Remis gehen. Was man zu diesem Endspieltyp grundsätzlich noch wissen muss, ist, dass er in den meisten Konstellationen nicht gewonnen ist, also nicht von vornherein gewonnen ist. Turm und Läufer gewinnt nicht zwangsläufig gegen den Turm. Aber es gibt viele kritische und gefährliche Stellungen, da der Läufer natürlich hier bei offenem Brett eine starke Figur ist, sehr, sehr viel abschirmen kann und man muss da als Verteidiger unheimlich aufpassen. In der Praxis gibt es hier ganz, ganz große Schwierigkeiten. Es gibt einiges an Stellungen, die man kennen kann, die für den Angreifer gut sind, die auch für den Verteidiger gut sind. Es gibt auch Verteidigungskonstruktionen dazu. Ich habe da schon mal einiges auf dem Kanal gemacht. Ich verlinke euch hier mal einen Teil der Videos, könnt ihr mal reingucken, wenn euch das noch tiefer interessiert, wie man sich hier eventuell verteidigen kann in diesem Endspiel. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert und gerade in letzter Zeit gab es auch auf höchstem Niveau einige Beispiele, wo Spieler trotzdem noch verloren haben, obwohl sie eigentlich ja Remi-Konstellationen hatten oder dicht dran waren zumindest. Und ist also beileibe kein einfaches Endspiel.
Und ja, das haben aber auch alle drei hier tatsächlich so eingeschätzt. Selbst unser Anfänger hat eingeschätzt, dass man hier vielleicht irgendwie Chancen hat und dass man die Türme nicht tauschen soll. Das ist schon mal ein wichtiger Grundsatz und damit ist für die Praxis schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Jürgen hat noch einige weitere Indizien dazugegeben, wo es Probleme gibt, was man eventuell hier machen sollte. Und das sind auch viele Punkte, die wir hier gleich sehen werden. Lasst uns ganz kurz die einzelnen Züge einmal durchgehen. Turm F7 ist klar, funktioniert natürlich nicht, nicht. Da würde Schwarz den einfach abtauschen. Und das führt natürlich hier zum Remis. Allein mit dem Läufer können wir halt nicht gewinnen. Von daher ja, schließen wir das auf jeden Fall schon einmal aus. Und ein zweiter Zug, den man eigentlich hätte relativ schnell ad acta legen können, wenn man korrekt rechnet, ist Läufer E6. Denn nach Turm D7 Schach, Läufer schlägt D7, geht, wie unser lieber so Ludwig hier gesagt hat, nichts mehr. Hier geht gar nichts mehr, denn das ist Patt. Und das ja, hat unser lieber Ludwig nach der Aufnahme auch realisiert. Ich hatte das Brett dann schon weggenommen, wir haben schon was anderes gemacht und er war dann im Kopf noch so ein bisschen am Überlegen und sagte dann, Herr, Moment mal, ist das nach Läufer schlägt T7 nicht Patt? Und genauso ging es auch dem lieben Jürgen, der dann auch danach erst realisiert hat, nach der Aufnahme, dass Läufer schlägt D7 halt Patt ist. Das ist genau ein wichtiger Verteidigungsmechanismus, den Schwarz hier halt zur Verfügung hat und der halt manchmal auch reicht. Und ja, jetzt würde Weiß hier tatsächlich aus seiner ja, guten Konstellation gekippt werden und dann würde das Ganze hier tatsächlich nicht mehr für einen vollen Punkt reichen, wenn Schwarz sich hier jetzt richtig verteidigt. Er muss auch hier immer noch umsichtig agieren, aber hier hätte Weiß den vollen Punkt zumindest theoretisch hier verloren. Der Weg zum Gewinn ist daher Turm F8 Schach, denn wir haben hier die klassische Philidor-Stellung. Philidor, ein bekannter Name, der denkt jetzt vielleicht auch an ganz viele andere Endspiele, aber Philidor hat sich mit vielen verschiedenen Endspielen auseinandergesetzt und auch diese Stellung aus dem Endspiel Turmläufer gegen Turm ist nach Philidor benannt, denn der hat entdeckt, dass diese Konstellation hier bereits gewonnen ist für Weiß. Woran liegt das? Ja, Turm F8, das war auch das, was das ist natürlich der Zug, der nötig ist und nun der Vorschlag, den Jürgen hatte, beziehungsweise den Tom dann auch gesehen hat und Tom hier gleich favorisiert hat und gesagt hat, okay, alles klar, Turm F7, das ist dann mein Plan, ne? Den König hier irgendwie abschneiden und jetzt wird es hier natürlich gefährlich. Und warum ist diese Konstellation so gefährlich? Naja, es ist natürlich, der schwarze König ist an den Rand gedrängt, plus die Opposition, plus dieser Läufer. Das ist hier das, was man sich merken muss. Das ist das, was die Sache hier so gefährlich macht. Denn die Opposition nimmt natürlich schon diese drei Felder hier weg und der Läufer nimmt hier weitere zwei Felder und das spannt ein unheimlich weites Mattnetz, sodass Weiß hier immer wieder versuchen kann, von der anderen Seite zu kommen und hier zu nerven. Hier zum Beispiel muss Schwarz unbedingt seinen Turm hier wegziehen. Ansonsten geht es hier ganz, ganz schnell zu Ende. Es droht im Prinzip schon Turm A7 und mit dem Turm da über die Seite zu kommen. Und wenn man hier jetzt König C8 probieren würde, dann würde das am Ende des Tages nichts helfen. Hier tatsächlich, hier kommt trotzdem Turm A7 und nach Turm D8 Schach, König C6, müsste ja König B8 kommen. Und das hilft in diesem Fall aber alles nichts. Diese Konstellation ist etwas ungewöhnlich, aber ist so bescheuert für Schwarz, dass er hier in große Probleme kommt und ja, kann sich hier ja, innerhalb der nächsten Züge nicht mehr verteidigen. Jetzt gibt es keinen Kraut mehr, er kann hier König A7, aber es ist halt alles egal. Ne? Es droht da halt das Abzugsschach, von daher muss er da halt irgendwie rauslaufen. Aber diese Konstellation ist halt auch sehr bescheuert. Denn hier gibt es nun keine Verteidigung mehr gegen Läufer C6 und Turm A8. Und so wird man hier auch relativ schnell ja, zum Gewinn kommen als Weißer. Von daher muss halt in dieser Konstellation der Turm auf der E-Linie ziehen. Hat die Wahl zwischen drei verschiedenen Feldern hier. Das sind die drei Felder zur Wahl.
wie Jürgen schon richtig gesagt hat, die dritte Reihe ist die schlechteste und da werden wir den Turm über ein paar Manöver tatsächlich hinzwingen. Und der zweitbeste Versuch wäre hier erstmal auf, oder der beste Versuch wäre erstmal auf die zweite Reihe zu gehen. Dann macht Weiß auf der langen Seite, also hier muss man ein bisschen im Kopf haben, lange und kurze Seite. Ne? Diese Seite hier ist ja mit drei Feldern ein bisschen kürzer, während die hier mit vier ein Stückchen länger ist. Und hier machen wir auf der langen Seite erstmal einen Abwartezug. Nun hat Schwarz nichts anderes, als seinen Turm erneut zu ziehen auf der E-Linie. E8 ist natürlich wieder suboptimal wegen Turm A7. Also müssen wir hier bleiben. Wir gehen jetzt auf die erste Reihe, das ist die zweitbeste Wahl. Und jetzt geht's los, dass Weiß hier anfängt, die Seiten zu wechseln und den Turm auf die andere Seite zu drängen. Ja, besser Verteidigungsversuch ist hier einfach Turm C1. Und nun kommt das spannende Manöver hier, Läufer B3. Und das hat den Plan hier, Schwarz mit Zug 2 nun zu nerven. Und ja, hier wird es jetzt für Schwarz ganz schnell ganz dünn. Ne? Der Läufer überdeckt jetzt das Feld D1, ganz wichtig. Und Schwarz ja, wird hier innerhalb von wenigen Zügen nicht mehr weiterkommen. Er kann nur wählen im Prinzip zwischen König C8 und Turm C3. Nach König C8 spielen wir Turm B4. Das hat eventuell auch mal den Plan, hier mit Läufer C4 in manchen Varianten den hier dazwischen zu stellen. Und ansonsten ist der Turm hier natürlich schön flexibel über die vierte Reihe. Jetzt droht Läufer E6 Schach. Das muss irgendwie verhindert werden. Und das geht in dieser Konstellation nur, indem der König quasi zurückgeht. Alles andere funktioniert hier natürlich nicht vernünftig. Jetzt wechselt Weiß erneut die Seite. Sollte der Turm hier mitkommen, dann hat man das Problem, dass hier Läufer A4 nun das Feld unter Kontrolle nimmt. Und nach König C8 wird man hier relativ schnell ausgetanzt mit Turm B4. Das ist eine Stellung, die wir gleich nochmal in anderer Form sehen werden. Und jetzt ist hier kein Kraut mehr gewachsen gegen die Drohung Läufer D7 Schach nebst Turm B8. So ist man dann hier ausgetanzt worden. Und sollte man sich hier nach Turm H4 direkt für König C8 entscheiden, dann kommt Läufer D5 und nach König B8 folgt hier Turm A4. Und so funktioniert es dann auch nicht. Deswegen ist die kurze Seite so gefährlich, weil der schwarze König hier oft in solche Mattbilder läuft. Auf der langen Seite ja, wäre das nicht ganz so einfach. Da hat man manchmal auch die Chance, irgendwie rauszukommen. Aber hier auf der kurzen Seite ist das hier immer sehr, sehr doof. Also nach Läufer B3, der bessere Versuch oder der es vielleicht für Weiß auch ein bisschen schwieriger macht, konkret zu gewinnen, ist Turm C3. Den sollte man hier spielen. Und ja, jetzt kommt ein kleiner Trick. Jetzt gewinnt man ein bisschen Zeit mit Läufer E6. Das stellt nun die Drohung Turm B8 auf. Deswegen bleibt Schwarz nichts über, als hier Schach zu geben. Läufer geht dazwischen. Und der Turm muss zurück nach C3, um das Matt halt wieder abzudecken. Aber jetzt hat Weiß quasi es geschafft, den Turm auf die dritte Reihe zu locken und seinen Läufer wieder auf das Idealfeld D5 zurückzubringen. Und jetzt kommt ja der entscheidende Part, der ein bisschen schwierig ist, wenn man die Stellung so noch nie gesehen hat. Hier muss man jetzt das kleine verträumte Zwischenschach Turm D7 Schach spielen. Und das bringt jetzt die Koordination der ja, Figuren durcheinander und Schwarz kann hier nicht mehr vernünftig agieren. Nach König E8 würde man hier direkt mit Turm G7 gewinnen. Denn jetzt sehen wir genau das Problem vom Turm auf der dritten Reihe. Der Turm hat halt hier nicht mehr alle Felder und dieses Feld ist ihm halt durch den Läufer verwehrt. Und deswegen kann man jetzt hier das, die Drohung Turm G8 nicht mehr vernünftig parieren. Von daher muss der König hier nach C8. Das ist aber auch nicht so schön. Jetzt kommt der Turm hier über diese Seite. Droht jetzt hier wieder matt. Daher geht nur König B8. Und hier folgt nun Turm B7 Schach. König C8. Turm B4. Jetzt droht Läufer E6 wieder. Nebst Turm B8. Auf Turm D3. Können wir hier nur einfach Turm A4 spielen. Und dann, ja,
ist gegen die Drohung Turm 8 wieder hier nichts Vernünftiges zu machen, außer halt ja, den Turm gegen den Läufer zu opfern. Aber das hilft natürlich nicht so wirklich. Von daher hier nach Küche 8. Ja. Daher ist das Ganze hier dann auch schon aus und es gibt halt keine vernünftige Verteidigung mehr nach Turm D7 Schach. Das ist halt hier dieser kleine verträumte Zug, den man hier halt finden und kennen muss. Und danach, ja, geht hier einfach nichts mehr vernünftig. Nicht? Ah, hier Turm A7, König B8, Schach, König C8, Turm B4 und nach König D8, genau, den hatten wir eben jetzt noch nicht, gibt es hier dann den Sperrzug Läufer C4 und der entscheidet jetzt hier die Partie. Na, jetzt droht hier Turm B8 matt. Der Läufer hat halt immer noch F7 unter Kontrolle, deswegen ist König E8 keine Möglichkeit hier rauszukommen und auf König C8 würde man jetzt hier einfach mit dem Läufer auf E6 Schach gehen und auf A6 geht sogar auch. Und ja, dann wird das Ganze hier auch gleich wunderbar matt. Das ist eine Variante jetzt hier, die kann man kennen, die ist vielleicht zumindest für stärkere Spieler ganz gut, zumindest schon mal gesehen zu haben, dass man das Muster soweit kennt. Es gibt viele ähnliche Stellungen, die halt teilweise auch gewonnen sind oder halt Remis sind, aber diese Muster hier, glaube ich, gesehen zu haben, ist schon mal ganz gut und für die Praxis hilfreich. Man weiß ein bisschen besser, gegen was man sich gegebenenfalls verteidigen muss oder wie der Angreifer hier agiert, um den vollen Punkt zu machen. Und ja, wie gesagt, je nachdem, wie hoch ihr spielt, ist es vielleicht interessant, aber ist auch logisch so ein bisschen, dass diese Konstellation hier halt besonders gefährlich ist. Ja, und hier hatten wir tatsächlich die klassische Philidor-Stellung vor uns. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt, was das Endspiel angeht. Ich würde die Serie gern fortführen und hier würde mich wirklich nochmal ein bisschen interessieren, ob ihr Ideen habt, was für Stellungen euch interessieren. Vielleicht Stellungen, wo ihr selber Probleme habt. Vielleicht habt ihr auch konkret eine Stellung, wo ihr sagt, oh, da hatte ich große Schwierigkeiten, das irgendwie einzuschätzen, was da irgendwie los ist. Wenn ja, schickt es mir gerne, am liebsten über den Discord. Schaut da mal vorbei. Link und alles findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns hier bald wieder. Ich freue mich darauf. Bis dahin, euer Sascha.